ist halt jetzt gerade. Ich habe gerade eben noch mit 720p aufgenommen. Dann auch in der Fenstergröße von 720p und das hat quasi überhaupt nichts gebracht. So, und das, ich habe jetzt halt auf Fullscreen gestellt. Da habe ich gerade 1080p. Und damit sollte das Ausweichen auch einfacher sein. Versuche auch die Audioqualität wieder zu verbessern. Es klappt vielleicht nicht immer, aber ich versuche es wenigstens, dass ich die bestmögliche Qualität mit meinem Headset hinbekomme. Da muss ich jetzt noch eben kurz warten, bis die Spur weg ist. So ein Speed-Upgrade oder so, das wäre jetzt recht interessant. So, juhu, Shot Speed Up. Und eine Pille, Two of Clubs. Ja gut, die brauchen wir jetzt nicht. Nehmen wir noch das Herz mit und ab in die nächste Ebene. So, was haben wir denn hier? Ganz, ganz viele Fliegen. Sehr, sehr viele Fliegen. Sind mir schon bald zu viel Fliegen. Ach Gottchen. Ja, da ist jetzt höchste Konzentration gefragt. Wir machen halt ziemlich wenig Damage. Ich würde sagen, wir gehen einfach in den nächsten Raum. Ohne Damage ist das schon interessant. Oh Gott. Nix drin, okay. Ja.
Na, das nennt man dann doch mal Damage. Also mit jeder Geldmünze, die wir jetzt aufsammeln, werden wir stärker. Und es ist eigentlich recht praktisch. Ist ja überhaupt nicht nervig oder so. Nein. Warum denn auch? Keine Bomben. Weiter zum Monstro. Yay. Ach Gott, dauert er nur seine Zeit. So, wir bekommen die Spritze Speed und Shot Speed ab. Sehr gut. Weiter geht's, ohne groß zu erkunden, weil wir keine Bomben haben. So. Die sind eigentlich soweit ungefährlich. Wenn die sterben, dann explodieren die quasi in so rote Tränen. Muss man bloß ein bisschen ausweichen und dann geht das eigentlich. Ach Gott. Ich glaube, die hat die Gegner eingefroren oder verlangsamt. Uiuiui. Das ist echt blöd. Wir machen einfach nicht den Schaden. Aber gut. So ist das nun mal. Noch eine Münze. Wir gehen einfach links weiter, genau. Uiui. Auch einfach nur stumpfes Ausweichen. Und nochmal Geld. Ja, es gibt sehr blöde Situationen. Und eine Bombe, wuhu. Oh ne Gott.
Gut, in den Shop wollen wir nicht. Können wir auch gar nicht, haben wir keinen Schlüssel für. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nach oben. Yay. Zweimal in der Sackgasse und das hintereinander.
Die Tür könnten wir mit zwei Bomben sprengen. So, hier können wir einmal das Spiel speichern, soweit ich weiß. Und hier eigentlich in die nächste Ebene. Genau. Machen wir das einfach. Egal. Das kann schon passieren. Tja, da kommen wir nicht hin. Oh Gott. Sehr gut. Ja, manchmal ist die gegnerische KI ein bisschen fragwürdig, aber gut. Uiuiuiui. Und eine Kiste. Hoffentlich Schlüssel. Okay, das tut's auch. Ach Gott. Jetzt auch nur pures Warten. Das war das Feuer. Ach Mann. Ich muss das echt noch irgendwie üben, auszuweichen. Naja, zumindest ein Schlüssel, yay. Was haben wir hier? Nichts, was ich jetzt nehmen würde. Ach Gott, wo ist nur der Goldraum? Ach nö. Gut, das war's. Machen wir noch einen Run, yay. So, was haben wir hier im Goldraum? Wir haben Random Buddy. Yay. Auch nicht schlecht. Ach, der schießt jetzt egal in welchem Raum einfach durcheinander. Sehr gut. Hey, eine Pille. Bombsack hieß, naja. Naja.
Na. Gucken wir mal. Oh Gott. Ist natürlich toll. Und die rote Spritze, Poison Touch. Naja. Ist auch nicht gerade das, was man sich wünscht. Aber gut. Kein blauer Stein. Bossraum. Rechts lang. Ne? So, wen haben wir hier? Monstro? Larry Jr. Aha. Mit der Spezialform in Kombination. Auch gut. Och, Gottchen. So, nehmen wir das noch ab für Range. Und ab in die nächste Ebene. Ah, Damage. Ich will Damage haben. Na super. Na. Ja, gut. Ist jetzt nicht gerade das atemberaubendste, aber egal. Weiter geht's. Hey, eine Goldtruhe. Wenn ich öffnen kann. Und noch eine Truhe. Die können wir wiederum öffnen. Ja, jetzt kommt das ganze Geld. Ich glaub's auch. Gut. So, den Schlüssel müssen wir uns für die nächste Ebene aufheben. Dingel, yay. Ja, natürlich bleibe ich einfach stehen. Ist eigentlich auch nicht gerade der schwierigste Boss. Und ein Blue Cap. HP, Tears Up und Shot Speed Down. Naja. Naja. Gibt Schlimmeres. So, gleich zum Itemraum. Und dann auch gleich zum Boss direkt. Ach Gott. Die schießen auch so schnell. Ich würde sagen,
Ich lade jetzt erst noch den Mom's Bra auf. Und dann können wir weitergehen, nachdem ich den Goldraum gefunden habe. Richtig. Eine Pille. Ah ja. Einfach so ein bisschen hin und her bewegen. So ein paar Tränen treffen dann schon. Huch. Oder man wird selbst getroffen. So, dann gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ich glaube, die ist nicht mal so schlecht. What the fuck? Okay. So, unser Damage ist bei 2. Naja. Naja. Es gibt Besseres. So, Piep, yay. Hat auch nur sehr viel Leben. Ach Gott, diese Augen. Ach so, okay, das beeinflusst sie nicht. Sehr gut. Gut zu wissen. Und die Peitsche, Shot Speed und Damage Up. Sehr gut, weiter geht's. So langsam wird das was. So, gehen wir erstmal nach unten. Oh Gott. Hey, blaue Fliegen. Blaue Fliegen OP. Oh Gott. Oh Gott. So, was haben wir hier? Auf alle Fälle der Boss. Boah, das ist gemein. So, erstmal den Geheimraum, den Itemraum finden. Sonst sieht das schlecht aus. Könnte ein Damage-Up oder so drin sein. Okay. Alles kein Problem.
auch kein Problem. Das ist ein Problem. Das ist eine Sackgasse, yay. Eine Karte, 7 Volt. Na gut. Können wir auch im nächsten, in der nächsten Ebene gleich einsetzen. Geht's jetzt hier weiter? Nein, da ist nur ein Arcade. Oh, das ist ja blöd. Das ist ein blöder Raum. Ach Gott, oh Gott. Oh nö. Sehr gut. Oh oh. Das ist... natürlich. Natürlich werde ich getroffen. Aber auch manchmal fies. Hey, goldenes Kaki. Kommen wir nicht ran. Naja, gut. Ist jetzt auch nicht gerade das beste Item. Okay, Monstro. Ja, solange der Ayo Wizard defekt ist, kann man schlecht treffen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass meine Tastatur nicht mehr richtig möchte. Aber gut. Werde ich mir auch noch irgendwann ein Gamepad für das Spiel zulegen. Da mein Alter sehr kaputt gegangen ist. Ach Gott. Nicht schon wieder so ein Raum.
Ja, darum erfordert auch nur pure Konzentration. Mehr nicht. So, da haben wir auf alle Fälle den Itemraum. Und ein Schlüssel, perfekt. Boah, nehmen wir mit. Ist auch kein spektakulärer Raum. Kein blauer Stein so weit. Nope. Weiter geht's. Oh. Komme ich da hin? Nein, ich komme da nicht hin. Ah, schade. Egal, auf zum Boss. Mit Dingel. Uiuiui, das war schlecht. Ja. Ich glaube, das war's dann auch von diesem Run. Mit einem halben Herz, da kann man nicht mehr viel reißen. Er hat auch einfach nur viel zu viel Leben für sowas. Unser Item Kill Heals, das bringt auch nichts im Moment. Als einfach zu wenig halt. So, weiter geht's. Ach ja.
Naja, nehmen wir den einfach mal mit. Kann ja wohl nichts schief gehen. Ach nö. Die schießen so schnell, die Teile. Eigentlich die beiden Herzen holen. Also irgendwie habe ich das Befürchten, das wird nichts mehr mit dem Run. Wir machen einfach zu wenig Schaden. Außerdem habe ich keinen Schlüssel. Oh wei. Auf zum Boss. Oh Gott, Gertie. Wow. Hey, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Naja, wenigstens ein HP ab. Und weiter geht's, ohne Itemraum. Ach Gott, ist das frustrierend. Oh.
Ach Gottchen. Hey. Naja, nehmen wir das einfach mit. Vielleicht hilft uns das ja. Ach Gott. Macht einfach Folgendes. Oh, Geheimraum. Mit Bomben. Yay. Okay, das hat sich gelohnt. Ach Gott. Ich fühle mich gerade irgendwie nicht besonders zum Reden. Es ist einfach. Okay, lohnt sich auch nicht. Oh Gott. Ach komm. Hey, Schlüssel. Und noch ein Schlüssel. Machen wir den Itemraum? Keine Ahnung. Ah, super.
Ja. Naja. Besser als nix. Gucken wir mal in den Shop. Oh, wow. Ach, das ist... natürlich. Hätte ich wissen müssen. Lucky Rock has appeared. Yay. Naja, wenigstens etwas. Hilft uns auch nichts, wir sind verdammt langsam. Das ist, ja. Naja. Chubby! Yay! Ach Mann. Weiter geht's. Ich bin echt demotiviert. Das ist echt nicht mehr normal. Ja, das wird nie was. Hooray. Nein, wir sind eindeutig zu langsam. Da machen wir noch zu wenig Damage. Und so weiter und so fort. Ach, Kacke. Das war das falsche Item. Ich würde sagen, ich nehme einfach alle drei mit. Hey, you unlocked other Seel. Yay. Ja, aber wir machen damit hoffentlich so ein bisschen mehr Schaden jetzt. Dann nehmen wir The Sun mit. Nein, The Sun wollte ich haben. Short Range, ja gut.
Das ist genau das, was wir jetzt gebraucht haben. Ach, da ist noch eine Fliege. Ich könnte eigentlich in den Shop, genau. Und gucken wir mal, was da abgeht. Hey, die Karte, yay. Ja. The Cage. Oh wow. Überhaupt nicht nervig, der Gegner. Überhaupt nicht. Das hat gerade so gut wie nichts gebracht. Und jedes Mal wieder. Geht doch. Hooray. Ja gut, Devil Deal. Wissen wir ja, was drin war. Da ist gerade gar nichts drin. So, heißt, wir gehen einfach weiter. Einfach weiter. Könnte ja dann doch was werden. Hoffe ich. Keine Ahnung. Mit 3 Herzen. Ich will gucken jetzt einfach, wo der Itemraum ist. Und dann. Keine Ahnung. Da ist er auf alle Fälle nicht. Da ist er auch nicht. Okay. Da ist auf alle Fälle ein Shop. Aber wir haben keinen Schlüssel. Und wahrscheinlich auch nicht das Geld dafür. Also auf alle Fälle, wo der Bosskampf ist, durch den Pilz. Und der Itemraum. Gut, gut. Und die Arcade. Das nützt uns ja alles nix. Jetzt würde sich auch der Shop lohnen. Schlüssel, ich brauche Schlüssel. Schlüssel. Ich brauche Schlüssel. Warte, The Judgment bringt mir doch einen Bettler. Genau, der kann Schlüssel geben. Oder er gibt uns ein HP-Upgrade. Okay, nehmen wir auch. Oh.
keine Schlüsse. Ach Gott. Wir sind so langsam, ne? Bei mir kommt das gerade vor, als ob wir gerade extrem langsam sind. Na gut, machen wir einfach den Bossfight und fertig. Sind wir langsam. Ach Gottchen. Aber sieht so aus, als würden wir das Ganze schaffen. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Hooray! Unser erster Win. Ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder von der Folge The Binding of Isaac Rebirth. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch wenn wir am Anfang ein bisschen gefailt haben, aber gut. So ist das nochmal. You unlocked the Womp. You unlocked the Purist. Challenge 20. You unlocked the Harbinger the Blab. You Cube of Meat. Und so weiter und so fort. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.